Welcome back to The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Im letzten Part haben wir ein bisschen mit den Schneebären begonnen und da haben schon ein paar Geisterseelen gefangen, ne? Läuft auf jeden Fall und da ist was zum Buddeln. Jedoch müssen wir da sogar rein. Denn jetzt kommen wir in eine kleine Höhle rein. Und die ist ein bisschen feist. Und da ist eine Leiter. Als Wolf können wir schlecht Leitern hochklettern. Wir haben sogar die Hälfte der Geisterseelen schon gefunden. Was ich brauche, ist jetzt die Pfeile. Ein bisschen diese Höhle jetzt ein bisschen mich erinnere und ich weiß, dass hier Fledermäuse sind. Den mal weg, diese. Diese Fledermaus da weg. Wir haben ja nicht mehr viele Fledermäuse. Ich glaube, es gibt noch eine oder zwei. Und da oben hängt noch einer rum. Ich glaube, das waren alle. Ja, lieber safe spielen als bisschen als zu riskieren. Und da geht's auch schon weiter. Oh, und das scheint ein. Okay, jetzt sind wir anscheinend hier. Fledermäuse. Ich glaube, es wäre keine so schlechte Idee, diese Fledermäuse jetzt als erstes umzulegen. Aber ich gönne mir ein bisschen Yolo-Action. Ja. ein bisschen gehen muss auch mal sein. Oh, und ich wusste es, dass so etwas kommt. Deswegen bin ich jetzt nicht nach Kakariko gegangen. Nur wegen diesem Portal. Und es sind, glaube ich, drei Gegner, die ich jetzt schön episch umlege, mitsamt den Fledermäusen. Eine 1A-Kombination. So, jetzt haben wir das Portal aktiviert. Jetzt aber möchte ich Richtung Kakariko. Das ist hier. Denn wir haben im letzten Part sogar einen goldenen Wolf freigeschaltet, damit wir heute eine neue okkulte Kunst kennenlernen. Ja. Und wenn wir schnell genug sind, können wir vielleicht schon in den nächsten Dungeon rein hineingehen. Da werden wir ein bisschen anfangen. Aber mehr aber auch nicht. Ist auch ganz interessant, dass man auch sehen kann, wie viele Geisterseelen man in welchem Gebiet schon gefangen hat. Aber mich interessiert nur eines. Auf den Friedhof. Gibt es? Dieses Goldinsekt haben wir, glaube ich, schon. Diesen goldenen Wolf, der uns die nächste okkulte Kunst beibringt. Die ist die Nummer 6, wenn ich richtig mitgezählt habe. Es freut mich, dich hier zu sehen. Es gibt noch wenige okkulte Künste, die ich dich lehren kann. Ich sage dir bereits, dass einige dieser Künste dich selbst in Gefahr bringen können. Willst du eine solche Technik trotzdem lernen? Also gut, aber zuvor zeig mir, ob du das Blankziehen beherrschst. Also, da müssen wir das Schwert in der Scheide behalten lassen, den Gegner nicht anvisieren. Oh, haha. Schon liegt am Boden. Sehr gut. Also dann die sechste okkulte Kunst, die Riesensprungattacke. Ja, eine
durchaus starker Angriff. Die normale Sprungattacke hat zwar eine enorme Angriffskraft, aber bei mehreren Gegnern ist sie weniger effektiv. Bereite dich auf eine Sprungattacke vor und leg all die Kraft in dein Schwert. Durch einen größeren Sprung trifft das Schwert alle Gegner in deinem Kreis. Also das heißt, das nennt man Sprungattacke. Das heißt, man greift den Gegner quasi mit so einer Art Schockwelle an. Ja, herzlich. So, erstmal den Gegner anvisieren. Das Schwert ein bisschen aufladen und mit der Schockwelle beeindruckender Schlag. Vergiss nie, im rechten Augenblick loszulassen, um die Kraft zu entfesseln, die du eben gespürt hast. Damit hast du die sechste Kulte Kunst Riesensprungattacke erlernt. Jo. Nur noch eine okkulte Kunst haben wir noch vor uns. Na, freut ihr euch schon, wenn wir alle okkulte Künste haben, denn bis die nächste okkulte Kunst können wir erst erlernen, wenn wir den sechsten Dungeon abgeschlossen haben. Das heißt, wir haben noch so einiges zu erledigen. Aber zuerst geht's erstmal weiter mit der Story. Okay, jetzt. Ich glaube, jetzt wird ein bisschen ein storymäßiger Part kommen, ne? Und jetzt? Jetzt wird's, glaube ich, sehr witzig. Oh! Dachte ich mir doch, so ein Lärm kann nur von Menschen stammen. Passiert ja selten, dass er eine hier in die Gegend hier fällt. Das siehst du hier. Du bist wohl einer dieser Typen, die auf der Suche nach sich selbst sind. Hahaha, die Jugend von heute. Ist ja klar, dass du hier frieren könntest. Suchst du irgendwas? Sehr ehrlich. Ganz genau. Was? Du bist extra hier gekommen, diesen Spiegel zu suchen? Ja, das hättest du doch gleich sagen können. Gut geklettert, Respekt, du hast Glück, mich hier zu treffen. Ich habe gerade neulich eine Scherbe von diesem Spiegel gefunden. Vielleicht war das hier das, was du ja, was du suchst. Also, du kannst ja mit mir zu mir kommen und dir die Scherbe anschauen. Ich habe ja gerade diesen leckeren Fisch gefangen. Du kannst ja mit uns essen. Mein Haus ist doch ganz unten. Wir rutschen runter. Mach's mir nach. Vollkommen Punch. Okay, das kann... Kam jetzt ein bisschen zu spät, ich weiß. So, und wie ihr seht, dürfen wir jetzt ein bisschen snowboarden. Und nach dem fünften Dungeon werden wir so eine kleine Zwischenquest machen müssen. Aber zuerst gilt es einmal, dieser Fahrt hier überleben. Denn das ist... Okay. Ist einfach nur runterfahren, mehr ist das nicht. Aber bei der Zwischenquest, die wir nach dem Dungeon machen werden, ist schon etwas kniffliger. Naja. Aber... Fail. Ich versuche jetzt... so wenig wie möglich irgendwo anzustoßen. Wir können auch unser Schwert verwenden. Ja, und das war Genius. Wie immer. Ja, treff mich doch, du blödes Drecksteil. Ich glaube, ich verpiss mich lieber von hier. Okay. Hier haben wir so eine Art Sprungschanze. Und das war Fail. Denn Doom hätte es nämlich ein paar Rubine gegeben. Secrets gibt es hier bei dieser Rutschbahn keine. Außer nur ein paar Rubine, sonst ist da nichts Besonderes. Mhm.
Könnte man wirklich Super Mario 64 Musik reinbauen? Wow, 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 wow. Und nochmal gegen die Mauer gefahren. Ja, jetzt sind wir gleich hier. Also. Ah. So, da ist mal die Scherbe weg. Und mit einer meldet sich wieder zu Wort. Hier ist das. Was ist denn mit dem los für Schneemenschenmodell in dem richtigen Palast? Ja, das ist schon ein schönes Gebäude. Findet ihr nicht? Und das, meine lieben Freunde, ist der fünfte Dungeon. Das sagt schon diese Sequenz. Dass es sich hierbei um einen Dungeon handelt, und zwar die Bergruine. Ja, also dieser Dungeon hat einen sehr, sehr schwierigen Zwischenboss-Gegner, bei dem ich immer noch Probleme habe. Ich bin zwar ein geübter Zelda-Spieler, aber der Zwischenboss in diesem Dungeon ist meiner Meinung nach der schwerste in diesem ganzen Spiel. Wir werden es noch sehen, warum ich diesen Boss so hart finde. Naja. Hey, ich wusste doch, dass hier ein Schleim ist, aber ich dachte, das wäre ein roter, aber. Naja, aber er gibt immer uns Lampenöl. Also haben wir wieder vollen Tank Lampenöl und hey, das ist doch. Ist es nicht die Zora-Königin, die gestorben ist, ne? Und da ist sie schon wieder. Was ist das für ein Ort? Ja, ich weiß, es ist der fünfte Dungeon. Wie ich schon gesagt habe. Da haben wir den Heiligen Hain. Und das da rechts müsste die Wüstenburg sein. Ja, wie ich die ganzen Orte jetzt kenne. Okay, da haben wir eine Tür und da ist eine Tür. Was haben wir denn hier? Oh. An dieser Truhe können wir noch nicht ran. Okay, diese Truhe merken wir uns. So, dann gehen wir in diesem Raum rein. Oh. Wer bist du? Oh. Verzeih mir, ich fühle mich nicht gut. Kannst du etwas näher kommen? Ja klar. Hey, da ist Schloss Hyrule. Oh, was für ein süßer kleiner Kast. Mein Mann hat mir alles erzählt. Du möchtest den Spiegel sehen, nicht wahr? Mein Mann hat ihn gefunden, er ist so wunderschön. Aber seitdem dieser Spiegel im Haus ist, geschehen schlimme Dinge. Ich werde ständig krank und Dämonen suchen mich ein. Deshalb haben wir das Schlafzimmer im dritten Stock, wo wir den Aufbewahren verschlossen. Warte einen Moment, ich kann dir gleich sagen, wo der Schlüssel ist. Und das hier ist auch schon die Karte des Anwesens. Ja. Das Fieber vernebelt meine Sinne. Ich kann mich nicht mehr richtig erinnern. Ich glaube, wir haben ihn in das Zimmer diese Markierung hingelegt. Der Dungeon hat 3 Stockwerke. Und er ist ziemlich groß. Aber ich kann ja noch nicht einmal aufstehen. Würdest du ihn mir bitte bringen? Versuche es zunächst mit der Tür da drüben. Und das machen wir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Wenn nicht, dann nicht. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier in der Legend of Zelda Twilight Princess. Hier in der Bergruine. Seid gespannt, wie es mit diesem Dungeon weitergeht. Bis dann und ciao.